Hallo, mein Name ist Brian. Ich bin 19 Jahre alt und ich besuche die Kantonsschule Wettingen im Aargau. Für meine Maturarbeit habe ich einen Algorithmus entwickelt, welcher nur mit den Regeln des Spiels und ohne jegliches menschliches Vorwissen das Spiel Dame gemeistert hat. Um gute Züge zu finden, habe ich eine modifizierte Version des Monte Carlo Tree Search Algorithmus verwendet. In dieser modifizierten Version wird der rechenintensive Simulationsschritt komplett ersetzt durch die Auswertung eines neuronalen Netzwerks. Die Idee ist nun, dieses neuronale Netzwerk über mehrere Generationen zu trainieren. In jeder Generation werden über 2000 Spiele gegen sich selbst gespielt. Und in jedem Spiel wird nach jedem Zug die Position gespeichert und nachdem das Spiel vorbei ist, kann man dann dieser Position einen Wert zuordnen, ob die Position gewonnen war oder nicht. Mit dem Backpropagation-Algorithmus wird dann das neuronale Netzwerk mit diesen Daten verbessert. So erreichte die KI nach über 30 Generationen und 26 Stunden Lernzeit eine sehr hohe Spielstärke. Außerdem habe ich untersucht, welches menschliche Vorwissen die KI erlernt hat. Das Wichtigste, was die KI gelernt hat, ist der Materialunterschied. Generell hat der Spieler, der mehr Figuren noch besitzt, das Spiel auch gewonnen. Ein weiteres wichtiges strategisches Element, was die KI erlernt hat, ist es, die Figuren auf der Grundreihe stehen zu lassen. So ist es für den Gegner nie möglich, seine Figuren in deine Dame umzuwandeln. Es ist mir gelungen, nur mit den Regeln des Spiels einen nahezu unschlagbaren maschinellen Gegner für das Spiel Dame zu entwickeln.